Bei diesem Fall geht es um Kinder. Es ist ein sehr grausamer Fall, der schwer auszuhalten ist und der stark triggert. Es geht unter anderem um Grooming und es ist ein extrem heftiger Fall. Das möchte ich nur vorher noch mal sagen, dass ihr Bescheid wisst. Wir hören uns übrigens dazu auch Notruf heute an. Also es ist schon ein sehr krasser Fall. Lauren LaFave weiß nicht mehr weiter. Ihr einst fröhlicher und aufgeschlossener Sohn, mit dem sie immer eine enge Bindung hat, distanziert sich immer mehr von ihr und seinen Freunden. Er ist gereizt und launisch und verbringt immer mehr Zeit im Internet. Dort, wo er seinen neuen besten Freund kennengelernt hat. Louis. Doch Louis ist kein Freund. Immer weiter tappt er in die Falle des jungen Mannes, bis seine Falle eines Tages zuschnappt. Breck Bettner wurde am 17. März 1999 in der Grafschaft Surrey im Süden Englands, ca. 45 Minuten von London entfernt, geboren. Es ist eine idyllische, ländliche Gegend. Hier wohnen die betuchten Familien, die in Managementbetrieben in London ihr Geld verdienen. Breck Bettner wuchs hier mit seinen drei Geschwistern auf. Es sind Drillinge, die 2 Jahre jünger sind. Und er ist ein stolzer älterer Bruder, der gerne mit ihnen spielt. Brecks Eltern Lauren LaFave und Barry Bettner zogen kurz vor seiner Geburt aus den USA nach England. Sie stammten eigentlich aus Houston in Texas und Barry Bettner hatte dort Geld in der Öl- und Schiffsindustrie verdient. Und seine Mutter arbeitete als Lehrerin, aber wegen der Familienplanung standen sie nun vor einer großen Frage. Wollten sie wirklich ihre Kinder in einem Land großziehen, in dem es für jeden eine Leichtigkeit ist, an Waffen zu kommen? Sie entschieden sich dagegen und zogen nach England. Ein Land, das ihnen sicherer erschien, um Kinder großzuziehen. Dass das ein Trugschluss sein soll, merkten sie erst zu spät. 2006 erschien die Familienidylle das erste Mal zu bröckeln. Lauren und Barry trennten sich und es war eine einvernehmliche Trennung. Das Paar hatte sich einfach auseinandergelebt und die Kinder sollten nun so wenig wie möglich darunter leiden. Als Breck 7 Jahre alt war, zog sein Vater aus dem gemeinsamen Haus nach London und jedes zweite Wochenende und die Schulferien verbrachten Breck und die Drillinge nun bei ihrem Vater. Er sollte nämlich weiterhin Teil ihres Lebens sein. Brecks Vater Barry übernahm auch die Kosten für seine teure Privatschule, die er nach der Grundschule bezahlte. Und er bezahlte auch seine Hobbys. Er spielte gern Hockey und er fing mit 13 Jahren beim Air Training Corps an. Das ist eine Jugendorganisation der Royal Air Force. Denn Brecks großer Traum war es, einmal Pilot zu werden. Trotz seiner vielen Hobbys war Breck in der Schule ein ausgezeichneter Schüler. Mit besten Noten und vielen Freunden und in seiner Freizeit spielte er am liebsten Computerspiele oder bastelte an seinem PC und dafür sparte er auch sein Weihnachts- und Geburtstagsgeld. 2012 allerdings musste er die Schule wechseln, denn die Geschäfte seines Vaters liefen nicht mehr so gut und er konnte sich die hohen Schulgebühren nicht mehr leisten. Von nun an ging Breck auf eine staatliche Schule. Nachmittagsaktivitäten und das große Sportprogramm gab es dort nicht mehr. Und auch sein großes Hobby, Hockey, musste er aufgeben. Mit dieser Zeit begann Breck, sich immer mehr zu isolieren. Es war ein schleichender Prozess, wie es seine Mutter sagen sollte. Ein Prozess, der zunächst nicht auffiel oder auf die beginnende Pubertät geschoben wurde. Mit seinen Freunden an der neuen Schule spielte Breck immer öfter zusammen Call of Duty oder Battlefield. Und Breck war ziemlich gut im Schießen. Dabei quatschten sie zusammen auf ihrem Teamspeak. In einem der Spiele lernten die Jungs eines Tages Eagle One Six kennen. Auch er ist beeindruckt von Brecks Treffsicherheit. Sie laden ihn auf ihren Teamspeak ein und er spielt immer öfter mit Breck und seinen Freunden.
Dort redete Egilmon Six auch immer über private Dinge mit den Jungs. Und Breck ist regelrecht fasziniert von ihm. Egilmon Six sei nämlich ein millionenschwerer Unternehmer und US-amerikanischer Regierungsmitarbeiter aus New York, der zum Beispiel auch in Dubai eine Wohnung hatte, und die Jungs glaubten ihn und bewunderten ihn. Doch Lauren, seine Mutter, war verunsichert, wenn sie seine tiefe Stimme aus den Lautsprechern ihres Sohnes hörte. Später sagte sie folgendes, Zitat: "Mein erster Gedanke war, dass er ein 40-jähriger Pädophiler ist, der den Kindern falsche Tatsachen vorgaukelt. Dann dachte ich, er sei schwul. Ich habe nichts gegen Schwule, aber ich wollte nicht, dass Breck sich an seiner Sexualität von einem Erwachsenen beeinflussen lässt." Dass Egilmon Six viel jünger aussieht, bemerkten seine Mitspieler auch einmal, denn aus Versehen hatte er noch seine Webcam angelassen. Dass er jünger aussieht als sie selbst, schien die Jungs allerdings nicht zu stören, denn für alles hatte Egilmon Six eine Ausrede. Auch als Lauren fragte, warum ein vermögender, einflussreicher Mann zu einem Freitagabend nichts Besseres zu tun hatte, als mit pubertierenden 13-jährigen Jungs zu zocken, tja, er sei müde von der anstrengenden Woche mit den vielen Terminen, lautete die Antwort. Und Breck und seine Freunde glaubten ihm. Hinter Egilmon Six verbarg sich allerdings kein erfolgreicher Unternehmer aus Manhattan, sondern der damals 17-jährige arbeitslose Lewis Danes aus Grace in Essex, England. Also, ich hatte eben sein Foto schon eingeblendet, es kommt gleich nochmal. Ihr werdet sehen, er sieht deutlich jünger aus. Er wurde am 16. Oktober 1995 geboren und war kaum älter als Breck selbst, aber er sah eben noch viel jünger aus als sein späteres Opfer. Viel ist über Lewis Danes nicht bekannt geworden. Er wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, seine Eltern waren geschieden und als er noch ein Kind war, zog seine Mutter einmal mit ihm nach Ägypten, zu ihrem neuen Mann. Seitdem lebte er dann auch in unsteten Verhältnissen, mal im Heim, mal bei der Mutter, mal in einer Pflegefamilie. Und seitdem er 16 Jahre alt war, lebte er in seiner eigenen kleinen Wohnung. Er leidet am Asperger-Syndrom, das ist eine spezielle Form von Autismus, und er hatte keine Freunde in der Schule. Und so zog sich der Teenager immer mehr zurück in seine Online-Welt. Hier begann er, seine Lügenkonstrukte immer weiter auszuspinnen, bis ihm seine Mitspieler glaubten. Das virtuelle und das reale Leben begann bei Lewis immer mehr zu verschwimmen. Es gefiel ihm, wie er die Kontrolle über seine Internetbekanntschaften hatte. Er hatte Macht über Breck und seine Freunde. Kein Gespräch im Teamspeak fand ohne ihn statt. Kein Spiel wurde gespielt, ohne dass er einwilligte. Breck und seine Freunde akzeptierten das. Sie waren wie im Bann, wenn Lewis wieder eine seiner erlogenen Geschichten ihnen präsentierte. Ohne zu hinterfragen, nahmen sie diese Wahrheit auf. Als er das Vertrauen der Jungs hatte, begann er, seine Macht durch Manipulation auszuspielen. War einer von Brecks Freunden mal nicht online, stachelte er die anderen gegen ihn auf. Lewis war der Mittelpunkt seiner Freunde. Wenn jemand an seiner Manipulation zweifelte, zeigte er seine Macht. Er konnte schließlich Leute aus dem Chat, Teamspeak und von Gameservern verbannen. Brecks andere Freunde wurden zunehmend misstrauischer. Über die Geschichten, die Lewis den Teenagern immer wieder auftischte, sollte es dann aber nicht bleiben. Er begann sie nämlich zu kontrollieren. Er verbat ihnen, Nachrichten zu schauen, Zeitungen zu lesen, denn er sagte, die Medien würden nicht die Wahrheit berichten. Außerdem ließ er die Jungs bald an seiner beängstigenden Obsession teilhaben. Er schickte ihnen immer wieder Videos und Bilder von Enthauptungen. Doch Breck ließ sich von den Geschichten von Lewis um den Finger wickeln. Er war im Bann. Lewis lebte so, wie Breck es immer für erstrebenswert hielt. Er reiste an weit entfernte Orte, war erfolgreich im Business und er hatte immer noch genug Zeit für Online-Spiele. Also, Lewis wurde bald nicht nur zu Brecks Freund. Es war eine wichtige Bezugsperson, eine Art
Vaterersatz für ihn. Briggs' eigentlich stabiles soziales Umfeld begann zunehmend ins Wanken zu geraten. Sein Air Force-Training schwänzte er immer öfter zu den Gottesdiensten, zu denen er jeden Sonntag mit seiner Familie ging, weigerte er sich mitzukommen. Und die eigentlich sehr gute Beziehung zu seinen drei Geschwistern verschlechterte sich immer weiter. Er war gereizt und angespannt, und wenn seine Mutter Lauren mit ihm sprechen wollte, gab es immer Streit zwischen ihnen. Wenn sie ihn zum Hausaufgaben ermutigte, entgegnete Brick, dass er keinen Schulabschluss bräuchte, schließlich hätte ihm Louis einen Job in seinem millionenschweren Unternehmen angeboten. Auch von seinen Freunden, die an Louis Geschichten zweifelten, wandte er sich ab. Jede Minute seiner Freizeit verbrachte er nun vor dem PC, und seine Mutter sah Brick zunehmend als Feindin an. Lauren war hin und her gerissen. Zwar sagte jeder, dass es normal sei, dass Brick nun in der Pubertät rebellieren würde, doch sie wusste mittlerweile nicht mehr, ob es wirklich Brick war, der dort mit ihr sprach. Oder ob er nur noch eine Marionette von Louis war. Doch Lauren war machtlos gegen den Einfluss, den Louis mittlerweile auf Brick hatte. Sie sagt, Zitat, »Ich glaube, je größer die Gefahr wurde, die ich in Louis sah, desto interessanter wurde er für ihn. Der glückliche, immer lächelnde Brick war plötzlich verschwunden.« Immer mehr isolierte er sich der einzige Bestschüler von seiner Familie und seinen Freunden. Louis erzählte Brick, dass die anderen Jungs hinter seinen Rücken über ihn lästerten, ihn regelrecht hassen würden. Es war sein Ziel, einen Keil zwischen Brick und sein soziales Umfeld zu treiben. Am 17. Dezember 2013 reichte es seiner Mutter Lauren, nachdem sie gesehen hatte, dass Louis ihren Sohn ein Video mit marschierenden Hitlerfiguren geschickt hatte, konfiszierte sie seinen PC und bat bei der Polizei um Hilfe. Sie ging einen Schritt, der richtig und angebracht war, und bei entsprechender Polizeiarbeit ihrem Sohn das Leben gerettet hätte. Doch sie stieß bei der Polizei auf ein Phänomen, was leider auch heute noch oft vorkommt. Die Beamten sind nicht sensibilisiert für Kriminalität, die sich im Internet abspielt. Das, was Lauren am Telefon der Polizei berichtete, wurde schlichtweg nicht als ernstzunehmende Gefahr erkannt. Dabei ist das, was Louis Danes mit Brick machte, bereits seit Anfang der 2000er strafrechtlich erfasst. Grooming. Oder auch Cyber-Grooming, bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen zu Minderjährigen. Dabei wird stufenweise das Vertrauen der Kinder erschlichen und sie werden vom sozialen Umfeld isoliert. Oft mit der Absicht, das Kind zu einem Treffen zu drängen, um es dort zu missbrauchen. Mittlerweile tritt diese Kontaktaufnahme vor allem in sozialen Medien oder Chats auf und wird als Cyber-Grooming seit 2004 im Strafgesetzbuch geführt. Da ist er übrigens. 11 Minuten und 53 Sekunden telefonierte Breggs Mutter am 17. Dezember 2013 mit der Polizei in Surrey. Die Polizei sah allerdings keine ausreichenden Indizien für Grooming, da keine sexuellen Annäherungen von Louis ausgehen. Ich werde euch nun einen gekürzten Ausschnitt vorspielen aus ihrem Anruf. Ich habe ihr Untertitel angebaut und nicht wundern, es geht das nach ungefähr 4 Sekunden los. Let's go. And has he ever, did he see him in person? No, I don't think so. No, he says he hasn't. Okay, and what sort of concerns do you have then? I mean, obviously there's that age difference, but what is he saying? He's trying to turn him against everything. He's talking about government, he's anti-government, and he said he worked for the U.S. government and quit because he's anti-government. He said he's given £2 million to Syria, because of their crisis. He's against Christianity. He's told my son that he shouldn't be obligated to go to church even once a month, that he doesn't need to go and shouldn't go.
So there's religious elements, government elements, and he's grooming him for something because he's trying to change his thinking set on everything. And I've seen some of it on the computer. I've seen it written. I've had a letter written to me by my son, but when I backed out, the author was this guy. So this guy is writing letters on behalf of my son and signing them off as my son wrote them. And what happens when you speak to your son about it? What does he say about it? He and the rest of the guys in this group completely look up to this older boy. There's a picture of him, a handsome, maybe 18-year-old boy, but we have no idea if that's his picture. And they all look up to him. But the problem is no one believes that that's really his picture or his... And do you know what this online group is? What it's called or what it's the name of? No. I don't. They do some gaming, but then they do, you know, a lot of talking about anti-government and anti-religion, anti-Christianity. And I'm starting to wonder if it's deeper. Initially, I thought it was a grooming for gay, and now I'm wondering if it's a grooming for anti-government, anti-Christianity. Okay. I mean, obviously your son's only 14. Can you stop him using this website? I have taken his... Ihr habt's gehört. In dem fast 12-minütigen Gespräch erfuhr Lauren seitens der Polizei immer wieder Missverständnis über das, was ihre Angst war. Und Überforderung dessen, wie sie am besten in so einer Situation vorgehen könne. Immer wieder wiederholte sie den Namen des Mannes, dass er gegen die Regierung und gegen die Religion sei und vor allem, dass sie sich um ihr Kind sorge. Den kompletten Anruf werde ich euch übrigens wieder auf YouTube dann verlinken. Er ist eben auf YouTube zu finden, ihr könnt ihn da dann auch nach der Folge dann anhören. Die Polizei versprach, Lauren LaFave außerdem den Namen Lewis Danes zu checken. Doch das taten sie nie. Sie stellten nur wenige Stunden nach dem Anruf die Ermittlungen eigenständig ein. Dies stellte sich als verheerender Fehler der Polizei heraus, denn Lewis war bereits strafrechtlich erfasst. Bereits seit 2010 erschlich er sich das Vertrauen von Kindern im Internet. Zu dieser Zeit war Lewis Danes selbst erst 14 Jahre alt. Damals bedrängte er einen 13-jährigen Amerikaner so lange, bis dieser seine Eltern davon überzeugen wollte, dass Lewis bei ihnen einzieht. Sein Glück war damals anscheinend nur, dass er auf einem anderen Kontinent lebte und nicht wie Breck nur 50 Kilometer weit entfernt. Nur ein Jahr später wurde Lewis Danes das erste Mal polizeilich auffällig. Mit erst 15 Jahren sollte er einen anderen Jungen sexuell missbraucht haben. Das alles hätte die Polizei herausfinden können, hätten sie die Sorgen und Ängste der verzweifelten Mutter ernst genommen. Nach der Tragödie sagt sie, keiner konnte mir damals mit einer Nummer für Grooming-Fälle helfen. Der Polizei werde ich nie verzeihen können. Die Wut wird immer da sein. Und dann brach die Tragödie über sie. Lauren LaFave wandte sich auch an die Familien von Breaks eigentlichen Freunden, die auch mit Lewis Online-Games gespielt hatten. Und zusammen mit ihren Eltern und ihrem Ex-Mann Barry Bettner wurde um Weihnachten 2013 sogar eine Art Intervention für Breck abgehalten. Sie wollten ihm zeigen, wie gefährlich der Kontakt zu Lewis ist. Am Ende versprach Breck auch, den Kontakt abzubrechen und bekam zu Weihnachten seinen Computer wieder. Für den schien er sich dann aber gar nicht mehr zu interessieren. Aber dies war nur der Schein. Lewis war den Eltern bereits voraus. Während Breck Computerverbot hatte, hatte er ihm ein iPhone geschenkt, mit dem er nun Kontakt zu Breck hatte und immer wieder Mails an den Jungen schickte. Ohne dass Lauren etwas davon mitbekam, hatte Breck mehr Kontakt zu Lewis als je zuvor. Immer noch glaubte Breck an den Schein, den Lewis ihm vorspielte. Immer noch schien er sich kein einziges Mal zu fragen, was der reiche Unternehmer aus New York wirklich von ihm wollte. Stattdessen bereitete sich der arbeitslose Lewis in seiner kleinen Wohnung auf das erste Treffen mit dem Jungen vor.
Er schrieb Breck Mails, dass er nicht mehr lange zu leben hätte und er ihm seine Firma vermachen wollte. Mittlerweile sei sie 135 Millionen Pfund schwer und er solle sein iPhone, Laptop und sein iPad unbedingt zum Treffen mitbringen, damit er ihm alles beibringen könne. Am 21. Januar gab Lewis Danes außerdem eine Amazon-Bestellung auf. Extra starkes und reißfestes Klebeband, Gleitcreme, extra dünne Kondome, Spritzen und Nadeln. Die Dinge, die er wirklich brauchte für das echte Treffen mit Breck. Kurz vor seinem 15. Geburtstag im Februar 2014 flog Breck zur Klassenfahrt nach Spanien. Das Treffen sollte direkt stattfinden, wenn er wieder in Großbritannien gelandet war. Doch auch während der Klassenfahrt ließ Lewis nicht locker. Immer wieder schrieb er ihm und als Breck ein Foto mit einem Mädchen postete, rastete er völlig aus. Er schrieb ihm in einer Mail, »Nimm das runter, sie sieht aus wie eine Hure.« Am 15. Februar 2014 wurde Breck von seinem Vater vom Flughafen in London abgeholt. Er fragte ihn, ob er am nächsten Tag seinen Freund Tom besuchen dürfte. Sein Vater kannte Tom und hatte nichts dagegen. Am 16. Februar gegen 7 Uhr stieg Breck in ein Taxi. Er fuhr aber nicht zu Tom, sondern zu Lewis. Es war das letzte Mal, dass er lebend gesehen wurde. Brecks Mutter Lauren macht ihrem Ex-Mann seitdem Vorwürfe, dass er Teilschuld an dem Treffen gehabt hätte. Bis heute redet sie nicht mit ihm. Dass sein Vater Barry hingegen froh war, dass Breck anscheinend endlich wieder was mit seinen Freunden machte und der Hoffnung hatte, dass sein Sohn sich wieder fängt, das interessiert sie dabei nicht. Was sich genau zwischen dem 16. und 17. Februar 2014 ereignete, konnte bis heute nicht lückenlos geklärt werden. Nachmittags erhielt Barry Bettner noch eine SMS von seinem Sohn, ob er bei Tom übernachten dürfe. Um 18.02 Uhr erhielt er die letzte SMS, dass sie gerade an seinem Laptop schrauben. Danach war er nicht mehr über sein Telefon zu erreichen. Um 18.40 Uhr wurde in der Wohnung von Lewis Pizza bestellt. Was sich danach abspielte, darüber schweigt Lewis. Die Ermittler rekonstruierten, dass Breck in der Nacht von Lewis an einen Stuhl gefesselt wurde. Mit einem Taschenmesser schnitt Lewis in seinen Nacken und durchtrennte seine Halsschlagader mit einem Schnitt. So wie in den Enthauptungsvideos, von denen Lewis besessen war. Breck musste sofort tot gewesen sein. Ob sich Lewis Danes vor oder nach seinem Tod sexuell an ihm verging, ist unklar. Spermaspuren wurden allerdings auf Breaks Shirt von Lewis gefunden. Am nächsten Morgen sorgte sich Barry Bettner bereits um seinen Sohn und kontaktierte seine Ex-Frau Lauren. Auch sie konnte Breck auf seinem Handy nicht erreichen. Währenddessen fotografierte Lewis sein Opfer in seiner Wohnung und verschickte die Bilder an Breaks Freunde. Danach ging er duschen. Das, was geschehen sein musste, sprach sich schnell unter seinen Freunden rum. Auch schien schnell klar zu sein, dass es sich bei dem Toten um Breck handelte. Doch niemand wusste, wo Lewis wirklich wohnte. Die Bilder und die Nachricht, dass ihr Bruder tot sei, machte auch vor Brecks jüngeren Drillingsgeschwistern keinen Halt. Bevor ihre Eltern und die Polizei vom Tod von Breck erfuhren, schrieb ihm ein Freund bei Facebook, ob es stimmen würde, dass Breck tot sei. Völlig traumatisiert mussten nun die 12-Jährigen ihren Eltern beibringen, dass Breck anscheinend ermordet worden sei. Um 11.06 Uhr erreichte die Polizei in Essex einen Notruf. Ein Anruf, der geplant, fast auswendig gelernt schien und bis zuletzt voller Lügen war. Ich werde ihn jetzt euch vorspielen und ich habe nur ganz kurze Stellen am Anfang rausgeschnitten. Das ist aber nicht relevant. Ihr werdet gleich eine Gänsehaut bekommen. Okay. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened?
My friend and I got into an altercation, and I am the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am. Right, and who am I speaking to? My name is Lewis Daines. I'm 18 years old, and I live... Right, okay. And what's actually happened? My friend came to stay the night with me yesterday, feeling very down, feeling suicidal. And I woke up this morning, he was in a mess. I tried to calm him down. I hugged him, then said that I was there for him. He shrugged me off. Can you just bear with me a second? Don't tell me any more, okay? You're telling me he is definitely dead? I'm telling you he's definitely dead. Then, so what happened last night? Okay. He came to stay with me because he was feeling down. I tried. What's his name? Breck. B-R-E-C-K. Bednar. B-E-D-N-E-R. Sorry. B-R-E-C-K. Breck. Yes. And then his surname is? Bednar. B-E-D-N-E-R. Okay, so he came to stay with you. Look, I can explain this to the officers when they get there. I need to take these initial details. I know. He came to stay with me the night. I did my best to comfort him. I woke up this morning. He was in a mess. I tried again. Right, just slow down again, Lewis. I need to take these details. So did you have an argument with him last night? No, we were fine. You were fighting? No, we were fine. We were fine last night. We both went to sleep. I said that we were fine. Okay, but why did he come to stay with you? Because he was fed up with his home life. Right, because he was fed up with his home life. He's had a lot of problems. I've known him for a long time. He came to stay with me. I was in Thailand last week on holiday. He was in Spain on holiday. Right, okay. We both got back. So, you both went to bed, and then what's happened this morning? I woke up. He was just standing up. He was in a mess. Hands on his face. I got up, I put my arms around him, and I said it was okay. He just shrugged me off and said no. I can't remember exactly what he said. He was going on about how he didn't want to go home. He was fed up with his life, and he didn't want to go. Right, and okay. I have a penknife on the side of... Sorry, in my room, adjacent to my bed, I have... A chest of drawers after shaving the TV and stuff on there. I had a penknife on there, folded. He picked it up, opened it, and then lost control. Slow down. Let me just take those details here. Penknife on the bedside table. Brett grabbed this. Yes. What, in order to harm himself? No, in order to harm me. He opened it and right, then lost okay. control. To harm informant and opened it. It states he lost control. In self-defense, put my left arm up to block him from stabbing me effectively. We struggled. I got him to the ground. He got up. I got the knife. Okay. Can you not interrupt me with this part? Okay, go on. Okay. This is being recorded anyway, isn't it? Yep. I grabbed the knife. And I stabbed him once in the back of the neck, I believe, somewhere near the brainstem. He turned around, he tried to carry it on, and I think I stumbled on my chest of drawers. I fell over. I got back up, backed away, and then I don't remember exactly what happened, but the fight ended with me cutting his throat. I believe I turned around and I slashed his throat. He fell face first on my bed. I tried to stop the bleeding. Yep. He fell onto the floor. Yep. I couldn't stop it. His throat was properly cut. And he's still on the floor? Yes. He fell onto the bed face first. I was trying to compress the wound at that time. Lewis, are you still in the room where Breck is? No. Where are you? Look, this... Don't interrupt me. Just let me explain this if this is being recorded. I
didn't know what to do. I felt like... Right, is the house where you are, is where you are and where Brick is, yeah? You're in another room, are you? Yes, I felt like taking my own life. I don't remember what happened after that. All I know is I dropped the knife in my hallway. I stripped down and just sat in the shower. Right, you've left the weapon in the hallway. Yes. And have spent how long sitting in the shower? I don't know. Look, are the police on their way? I can hear something. They are. I'm going to go and do my part. Please, thank you for your help. Right, just listen. Als die Polizei antraf, war allerdings schnell klar, dass es keine handgreifliche Auseinandersetzung gab. Bracks Hände und Knöchel waren noch mit Klebeband gefesselt und Louis Danes wurde festgenommen. Immer wieder präsentierte er den Ermittlern unterschiedliche Versionen dessen, was passiert sein sollte. Erst sollte Brack versucht haben, Louis anzugreifen, danach seien es drei maskierte Einbrecher gewesen, die sie erst zu Oralsex zwangen und danach Brack töteten. Was die Ermittler allerdings auch in seiner Wohnung fanden, war ein Waschbecken, in dem Bracks Handy und Festplatten mit Wasser unleserlich versucht wurden, gemacht zu werden. Der eigentliche Grund, weshalb Brack seine Sachen mitnehmen sollte und nicht, um Firmeninterner zu klären. Doch konnten sie trotz des Wasserschadens Nachrichten von Brack sicherstellen, die seine Absichten deutlich machten. Fast eine Woche vor ihrem Treffen schrieb er Brack Anweisungen, was er seinem Vater als Ausrede präsentieren sollte. Schließlich gestand Louis Danes den Mord. Er wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Richterin ließ seine schwere Kindheit, weder seine schwere Kindheit noch sein Asperger-Syndrom in die Urteilsfindung einfließen. Sie war sich außerdem sicher, dass es keine Affekttat, sondern ein kaltblütig geplanter Mord war. Vor Gericht hieß es von der Richterschaft an Louis Danes: Sie haben über einen Zeitraum von mehreren Monaten Brack langsam gegen seine Eltern aufgebracht und ihn von Freunden und anderen Hobbys ferngehalten. Mit dem Ziel, dass er sich nur noch auf sie fokussiert und zu ihnen aufschaut. Nachdem sie das junge Opfer in ihre Wohnung gelockt haben, haben sie ihn ermordet. Sie hatten sich über eine Online-Community mit Brack und eine Reihe anderer Jugendlicher angefreundet. Ich bin sicher, dass dieser Mord von sadistischer oder sexueller Motivation getrieben wurde. Doch auch nach Louis Danes Verhaftung hörte der Psychoterror auf Bracks Familie nicht auf. Aus dem Gefängnis veröffentlichte Louis einen Blog, indem er öffentlich die Schuld für Bracks Tod seinen Eltern gab. Wie er es überhaupt schaffte, sich im Internet auszudrücken, blieb ein Rätsel. Bei einer Zellendurchsuchung fanden die Beamten kein Smartphone oder irgendwas, womit er ins Internet konnte. Seine Manipulation hatte bis zum Schluss Erfolg. Bracks Vater Barry macht sich bis heute Vorwürfe, dass er nicht auf seinen Sohn aufgepasst hat. Auch seine Ex-Frau gibt ihm ja immer noch die Schuld daran. Bis heute ist er arbeitsunfähig, er kann keine Beziehung mehr aufbauen und gibt sich selbst die Schuld. Und das, obwohl Experten öffentlich äußerten, dass die Eltern in diesem tragischen Fall sogar alles richtig gemacht hatten und der Fehler beim Nichthandeln der Polizei zu suchen ist. Bracks Mutter Lauren LaFave hat nach dem Tod ihres Sohnes die Bracks Foundation gegründet, mit der sie sich für die Aufklärung von Cybergrooming vor allem in Schulen einsetzt. Eine Frage konnte ihr seitdem allerdings nicht beantwortet werden, und als sie das erste Mal dem Mörder ihres Sohnes gegenüberstand, empfand sie keinen Hass, sondern Mitleid. Mitleid für einen Menschen, der keine Freunde und Familie in seinem Leben hatte und immer ausgegrenzt war. Und seitdem kreist eine Frage in ihrem Kopf. Warum bist du für Brack nicht dein echter Freund geworden? Du hättest zu uns kommen und im Pool schwimmen können. Wir hätten gemeinsam Pizza bestellen und feiern können. Ich habe ihn angesehen und mich gefragt, warum hast du dich nicht dafür entschieden?